Hallo zusammen, Ruppi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, kaum habe ich die erste Box von Toy Mini ausgepackt, kommt hier auch schon die nächste. Ich hatte schon angekündigt. In dieser Box, die hat übrigens gerade mal eine Größe von 12 cm in der Breite, 9,8 in der Höhe und 11 cm in der Tiefe. In dieser Box verstecken sich 12 Frösche. Unterschiedliche Frösche in unterschiedlichen Größen. Manche sind größer als in Original, manche sind kleiner als in Original, manche ja, sind so ziemlich 1:1. Und es ist auch ein Shop-Exclusive, das heißt, ihr kriegt dieses 12er-Set mit Fröschen nur im Shop von Toy Mini. Ist aber überhaupt kein Problem, ist mehrsprachig. Ich habe es bestellt, das Ding war nicht mal eine Woche und zwar da. Das ist der Hammer, ja. Ich habe es mir auch schon mal ganz schnell angeschaut, aber noch nicht ausgepackt. Das werde ich hier heute in diesem Video machen. Und es, also ich finde es sensationell. Es ist großartig, denn da hat es Frösche drin. Die hauen halt mal jeden anderen Frosch aus dem Spielzeugbereich raus, der bisher erschienen ist. Es ist tatsächlich so. Also es ist wirklich der Knaller. Und ich weiß auch nicht, Frösche sind jetzt wahrscheinlich auch nicht so der absolute Reißer oder Kracher oder Bestseller und darum freut's mich umso mehr, dass Toy Mini diese kleine, aber wirklich sehr, 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 sehr feine Serie rausgebracht hat. Großartig, bitte gerne mehr, ja, weiter so. Insekten, Reptilien, es gibt so vieles, haut raus, ich liebe es. Darum lasst uns das hier gleich unboxen und auch hier muss ich wieder sagen, du glaubst nicht, wenn du so eine kleine unscheinbare Box siehst, dass da solche Juwelen drin sind. Und die Dinger gefallen mir so gut, dass ich danach nochmal ein extra Video machen werde, wo ich alle Figuren in 360 Grad nochmal laufen lasse, damit man es wirklich nochmal in aller Ruhe anschauen kann. Denn das ist mir die Serie allemal wert. Ja, wie immer, hier vorne erkennt man Toy Mini, ein Zug gefüllt mit Tieren. Ab 3 Jahren selbstverständlich ja auch noch Aufkleberchen drauf. Und Begleittext zu dieser Box. Gut, dann lasst uns hier mal reinschauen. Und ja, also jeder Amphibienfreund wird hier erhöhten Pulsschlag bekommen, wenn er alleine das hier schon sieht. Ne? Hier geht's mit Pfeilgiftfröschen los und, oder? Guck dir das an. Du siehst jetzt schon. Oh mein Gott, wie gut ist das denn, bitteschön. Wir beginnen hier mit dem blauen Pfeilgiftfrosch. Oder der blaue Baumsteiger Dendrobates Tinctorius Azureus. So sieht's aus, ne? Ich habe alles nochmal aufgeschrieben, denn ich hab's nicht mehr im Kopf. Ist so lange her, dass ich Aquarien- und Terrarientiere hier bei mir hatte. Aber das haut mich wirklich weg. Ich schneide das Tütchen mal ganz schnell auf. Und ich werde versuchen, alle Frösche vielleicht in dieses Video zu packen. Wenn es nicht klappt, dann werde ich halt 2 Teile machen. Und es ist halt der Knaller. Das ist übrigens die CE-Zertifizierung, die sie jetzt bekommen haben. Toy Mini Copyright von 2024, Made in China. Einer der jungen Wilden. Und das, was ich hier sehe, kann sich wirklich sehen lassen. Es fängt schon an den dünnen Zehen. Ja, bei anderen Herstellern sind die alle viel zu dick. Und hier haben sie es so dünn gemacht wie möglich, denn es sind halt Spielfiguren, es ist Spielzeug und es muss ja irgendwelche Normen einhalten, dürfen nicht gleich bei 2-3 Mal umknicken, abbrechen und so weiter und so fort, ja. Und es ist halt ein Träumchen, es ist dieses Azurblau und da haben sie hier noch mit einem bläulichen, helleren Ton draufgesprüht. Und man sieht hier auch wunderbar diese etwas rauere Hautstruktur. Der Glanz ist nicht übertrieben. Die Flecken wurden hier schön gesetzt. Das sind Drucke, ja, und die Augen sind auch sauber bemalt, haben hier einen schönen Glanz, wie ich finde. Und auch die Proportion, auch die ganze Skulptur ist hier wirklich toll gelungen, wie ich finde, ja. Ich kann natürlich nur für mich sprechen, wie das Ganze auf mich wirkt, aber das ist schon, meine Güte, ist das gut. Auch diese aufrechte Pose, es ist einfach nur bombig. Und sie haben hier vorne die Haftlamellen auch noch etwas heller besprüht, wie man sehen kann. Und die sind auch nicht einfach rund, muss man hier auch mal anmerken, sogar noch unterteilt. Und das ist halt echt Knaller. Schaut ihn euch an. Super schön gemacht. Auch hier unten noch ein paar dunkle Tupfen
an den Beinchen, an den Armen entlang. Die Pose finde ich absolut grandios. Sind auch nicht gleich die Hinterbeine, sondern ein bisschen unterschiedlich und das gefällt mir halt umso mehr. Dieses blaue Fröschchen hat hier eine Höhe von 3,7 cm und eine Länge, wenn ich so messe, von 3,8 cm. Ich hole hier mal ganz schnell meinen Stein ins Bild. Der ist echt und wenn ich dann den Frosch drauf setze, sieht man mal, wie gut der eigentlich wirkt. Ja, wäre hier noch ein bisschen Moos oder noch ein bisschen Efeu oder sowas, würde man es erst recht sehen. Also die sind echt der Hammer. Super schön gestaltet. Wie schon gesagt, ich werde sie alle nochmal extra in 360 Grad drehen lassen. Also das ist schon mal der absolute Kracher, wie ich finde. So, wir holen gleich den nächsten. Das wäre hier der Erdbeer-Pfeilgift-Frosch. Oder das Erdbeerfröschchen in der Blue Jeans. Man sieht's hier gleich. Das ist eine Farbvariante Opaga Pumilio. So der lateinische Name. Das Rot haben sie, wie ich finde, klasse gewählt. Die Schallblase ist der Burner. Sieht man so auch nur sehr, sehr, sehr selten bei diesen Modellen. Auch hier die Haut nicht glatt, sondern ganz leicht so, ja, aufgeraut. Die Augen ganz groß, glänzend und auch nicht verschmiert, sitzt sauber. Die Nasenlöcher haben sie noch schwarz betupft. Dann hier die Punkte fangen ganz vorne an. Ziehen sich hier einigermaßen gleichmäßig über den Körper, laufen mit Kleinpunkten seitlich. Nach hinten geht es hier in dieses Blau über, sehr intensiv. Und hier diese hellblauen Flecken mit schwarzen Flecken vermischt. Auch hier sind die Finger, die Füße recht klein, recht schmal skulpturiert. Und ihr seht, auch nicht ganz rund, sondern wie beim blauen Baumsteiger und unterteilt mittig. Hier in die vorderen Beinchen seht ihr auch diesen Farbverlauf mit diesen schwarzen und diesen hellblauen Flecken. Ja, dann die Schallblase. Unten haben sie ja auch noch etwas schwarz drauf gesprüht. Hier sieht man wieder die Bestempelung mit dem CE-Zeichen. Auch das ein Bombenmodell. Die Beine nach hinten stehen hier gleich ab. Nach vorne stützt er sich auf. Aber auch die Pose finde ich wirklich, wirklich klasse. Auch die Länge der Gliedmaßen in meinen Augen absolut in Ordnung. Super schönes Kerlchen. Hier haben wir eine Größe. Sieht auch klasse aus, ne? Alleine schon auf dem schwarzen Hintergrund. Ich finde es so bombig. Ich komme hier auf 6 cm in der Länge und eine Höhe auf, ja, 3 cm, würde ich mal sagen. Der blaue daneben sieht dann so aus. Also das ist schon, oder? Das ist schon eine Augenweide. Das sind halt so wirklich leuchtende Juwelen. Das ist, meine Güte, wie gut sind die geworden. Also nochmal Glückwunsch, Tolmanni. Das ist eine Bombe. So, ich hole ja gleich den nächsten. Das ist dieser Kollege hier, schwarz und gelb. Ihr wisst Bescheid, ne? Ich liebe diese Farben, vor allem auf dem Feuersalamander. Das ist der gebänderte Pfeilgiftfrosch, der gelb gebänderte Baumsteiger Dendrobates leucomelas. Auch großartig, die Pose. Ist im Übrigen nicht der blaue Pfeilgiftfrosch. Ihr seht, die Pose ist anders, ja? Also nicht einfach das gleiche Modell anders bemalt. Ihr seht es an der Stellung der Beine. Ist ein anderes Modell, ne? Jeder Frosch hat sein eigenes Modell bekommen. Und das ist halt großartig. Ja, die Augen, wie bei allen anderen, schwarz, glänzen aber schön, heben sich definitiv vom Körper ab. Auch hier sieht man eine etwas raue Körperstruktur. Die Bemalung oder der Druck, dieses Gelb, haben sie klasse gemacht, wodurch schwarz unterbrochen wird. Läuft hier auch an den Beinen entlang. Die Zehen vorne auch noch mit Gelb betupft. Klasse. Auch hier unten findet man noch 3 Flecken auf diesem etwas raueren Körper. Auch hier die Gliedmaßen, die Schenkel, die Dicke und auch die Länge finde ich sehr gut gewählt. Auch hier die Zehen ganz schlank. So kann man das doch angucken, oder? Es ist so gut, Mann. Es ist so gut. Weiß nicht, wie es euch damit geht, aber wenn ihr diese Tiere mögt, dann müsst euch jetzt echt das Herz aufgehen. Es ist so, so toll. Ja, und jetzt haben wir schon 3 von diesen Kollegen hier. Aber es kommt noch ein 4. Sieht das nicht gut aus? Meine Güte, komm, hier ist gleich der 4. Hier haben wir ihn
in Rot und Schwarz. Und das ist Lehmanns Pfeilgiftfrosch. Opaga lehmannii, ja, der rot geringelte Pfeilgiftfrosch. Wenn ich euch einen Quatsch erzähle und jemand von euch weiß es besser, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ne? Ich tue die drei Kollegen mal auf die Seite. Auch er hat seine eigene Pose, ist also auch nicht der blaue Baumsteiger. Ihr seht, die Beine sind hier ganz anders angewinkelt als bei diesen Modellen. Also es ist echt toll gemacht. Auch hier die raue Haut mit den roten Streifen und dann den weißen Zehen. Oder? Was für ein schönes Tier. Ist doch der Hammer. Ja, und es sieht auch klasse aus. Ich hoffe, es kommt auf der Kamera so gut rüber wie in echt. Sie wirken feucht dank des Kunststoffes oder der Bemalung, aber nicht zu nass. Und das gefällt mir hier halt wirklich sehr gut. Ja, die Augen natürlich wieder schwarz und glänzend. Und auch der Rest schimmert hier ganz toll in meinen Lampen. Also sehr, sehr reizvoll die Bemalung. Also Liebhabern wird hier garantiert der Fingerjucken gleich bestellen. Ne? Und es ist nicht teuer, dieses Set. Es ist nicht teuer. Und ihr kriegt halt 12 absolut fantastische Frösche. Wartet ab, was noch kommt. Ne? Das ist längst nicht alles. Es kommen noch weitere Granaten. Das ist schon echt der Hammer. Und das gibt halt auch echt ein Bild, wenn ihr die alle so nebeneinander seht. Ja, also wunderschön. Das kannst du anders nicht sagen. Vor allem, wenn du sie, wie ihr hier seht, auch entsprechend aufstellst. Mit ein bisschen Deko oder sowas. Mir fehlt jetzt leider noch ein Grün. Ich habe keine Pflanze da. Aber das gibt schon ein Bild. Ich sage ja, ein paar Sammlerkollegen, Sammlerkolleginnen richten sich regelmäßig Aquarien ein, den Themen entsprechend passend, und setzen Modelle von verschiedenen Herstellern rein. Und es lohnt sich wirklich, weil es wirklich klasse aussieht, ne? Also das hier einfach mal so als Idee. Als nächstes habe ich diesen Kollegen hier. Das ist ein australischer grüner Baumfrosch oder auch einfach Korallenfingerlaubfrosch genannt. Ranoides cerulea, so der lateinische Name. Die werden viel, viel größer als das Modell, was ihr hier seht. Wäre halt noch ein Jungtier. Ihr seht hier diese großen Hautfalten hinter den Augen. Achtet auch auf die Augen, sind super schön gemalt, haben eine schwarze Outline bekommen, dann eine andere Farbe und die Iris innen drin schön groß und schwarz. Man kann hier mehr oder weniger das Ohr erkennen. Die Näschen haben sie hier noch dunkel bemalt. Und die Pose ist halt so typisch für diesen Frosch. In einer ruhenden Stellung, die Beinchen ganz eng an den Körper gezogen. So hocken die gerne, ja, auf Ästen, an Stämmen, auf Blättern oder halt im Aquarium in der Ecke. Ne? Und der Farbton ist wirklich klasse. Auch diese Details, die ihr hier seht, ist so gut gemacht. Wirklich. Die Wirbelsäule, das ist das Gefühl, du siehst ja ein bisschen so die Rippen. Diese dicken Wülste hier seitlich, was so typisch ist. Auch der Blick des Mäulchen ist so gut getroffen, genauso wie die Haut unten. Ihr seht, sie haben auch die Füße hier skulpturiert, die großen Haftlamellen, die Füßchen schön unterteilt. Hier auch der Stempel mit ihrem CE-Zeichen, Copyright von 2024. Die etwas, ja, raue Unterseite, die natürlich nicht wirklich rau ist, aber sieht tatsächlich so aus. Auch, dass man hier noch dieses helle Rosa auf diesen Cremegelbton gesprüht hat, ist richtig, richtig klasse. Ja, das verstärkt ja auch nochmal ein bisschen die Falten, wo man den Übergang in dieses schöne helle Grün hat. Auch hier hinten ist so gut gemacht. Jeder, der die Tiere schon mal in echt gesehen hat, weiß, wie gut es hier tatsächlich umgesetzt wurde. Und die Augen sitzen auch. Es ist so ein super schönes Modell, oder? Das ist wirklich der Knaller. Und der Kollege ist auch schon ein bisschen größer. Wir haben hier in der Höhe, ja natürlich nicht ganz so viel, 2 cm. Dafür haben wir hier eine Länge von 6,3 Zentimeter. Also, das ist er, der Korallenfinger. Schön, dass sie den hier in diese Serie mit reingepackt haben. Wunderschöner Frosch. In einer wirklich absolut fantastischen, lebensechten Umsetzung. Ganz, ganz toll gemacht. Ich bin hier komplett begeistert. Was haben wir auch? Gott, als nächstes haben wir hier Wallace fliegender Frosch. Ja, der Wallace Flugfrosch. Racophorus Nigropalmatus, ja, was für ein lateinischer Name. Und auch das ist absolut fantastisch.
Du liebe Zeit hier. Das ist ein ganz weiches Tütchen. Die anderen sind ein bisschen fester. Hol mal raus. Auch der ist ja grandios geworden. Meine Güte, guck dir das an. Ist ja absolut fantastisch. Der ist auch, ja, flexibel, ja. Ist ein weiches Plastik. Denke mal, es ist auch ein PVC. Und auch hier ist die Bemalung wirklich, wirklich super gut geworden. Wahnsinn. Ich bin hier echt so baff. Mir fehlen hier teilweise echt die Worte. Ach mein Gott, das sind Figurenträumchen. Die Augen sind hier nicht ganz so groß und rund. Die sind halb geöffnet, wie ihr sehen könnt. Halt mitten im Flug festgehalten. Eine schwarze Outline, blaue Augen. Und die Iris eher ein bisschen länglich gestreift. Die Nasenlöcher haben sie hier. Und wie ihr seht, das ist so ein bisschen umrandet. Das ist ja der Hammer. Der Kopf, schön zu sehen. Auch die ganze Hautstruktur hier. Klasse gemacht. Wirklich klasse gemacht. Das Grün ist toll gewählt. Der Übergang in das Gelb sieht bombig aus. Auch wie er sich hier so durchstreckt, die Wirbelsäule krümmt und die Beine entsprechend ausstreckt. Die Schwimmhaut wird hier zur Flughaut. Die gelben Zehen, dann diese schwarzen Streifen dazwischen. Es ist halt wirklich wie beim echten Tier. Auch die Länge der Gliedmaßen, das haut so dermaßen hin. Also, meine Güte, ist das Ding der Hammer. Also kriegst hier wirklich querbeet alle möglichen Frösche. Und hier unten, schaut mal, auch noch so in einem kräftigen Rosa die Spitzen hier besprüht. Dann der Übergang von Gelb in dieses Weiß rein, zieht sich hier über die Knie. Die Innenseite der Schenkel sind auch ein bisschen heller. Das andere ist so gelbgrün. Also absolut fantastisch gemacht. Auch die Haut hat hier eine schöne Struktur bekommen. Es ist so gut. Es ist so gut. Die Arbeit ist so schön gelungen. Und ihr kriegt es zu einem wirklich absolut günstigen Preis, so schöne Sachen im Spielzeugbereich. Das ist der Knaller. Schaut mal, wie flach der Kollege ist. Wow, es ist einfach nur wow. Das kannst du anders gar nicht sagen. Meine Güte, ist der gut. Ja, und sowas kann man dann halt auch entsprechend aufstellen. Das hier ist einfach so eine Figurenhalterung, Actionfigurenständer, Standhilfe. Besser wäre es natürlich, man hätte irgendwie so eine Kunstpflanze und lässt den so an einem Blatt vorbeistreifen, wo man ihn dann halt irgendwie befestigt, ne? Dann kommt es so dermaßen gut. Also absolut fantastisch. Ich sage, ich habe meinen Augen nicht getraut, als Toy Manny die ersten Bilder gepostet hat. Du hast eigentlich nur an den Konturen erkannt, um welche Frösche es sich handeln wird, aber dass sie dann letztendlich so gut kommen, wirklich so schön bemalt sind und keine Gussnasen, gar nichts. Du findest hier überhaupt nichts Unangenehmes, auch keine Farbabschürfungen, Kratzer oder was weiß ich. Es ist so toll gemacht. Da lacht dein Herz als Sammler oder Liebhaber von Amphibien. Ich kann es nur immer wieder sagen, wie fantastisch die Figuren hier umgesetzt sind. So, das waren jetzt 6 Figuren. Die Hälfte haben wir. Hier geht's weiter. Ah, ein Nasenfrosch. Oder auch Darwin-Frosch. Darwins Nasenfrosch. Das ist das Original. Das Kerlchen ist am Aussterben. Gibt nicht mehr allzu viele. Und ja, guck dir den an. Es ist so bizarr, es ist so kurios, wie dieser Frosch hier aussieht. Alleine schon durch die Form. So gut getarnt in der Freiheit. Der Hammer. Ja, die Augen, ich sehe es gar nicht richtig. Ist ein Ockergelb oder ist es schon ein Hellgold? Hat auf jeden Fall auch eine schwarze Outline bekommen. Die Iris ist hier gestreift nach vorne, hier ebenfalls. Dann seht ihr halt die Spitze, die Nasenspitze oder sein spitzes Mäulchen oben. Haben sie ein schönes, helles Grasgrün genommen. Hier seitlich haben sie noch so schwarze Streifen gesetzt. Da noch ein paar schwarze Tupfen. Das variiert natürlich von Frosch zu Frosch ein bisschen. Dann haben wir hier einen Übergang in ein ganz helles Grau. Auch die Flecken unten nicht gleichmäßig. Hier ist wie so ein Haken. Hier ist noch ein Pünktchen oder zwei Pünktchen. Fertig. Und so sieht's halt auch bei den Tieren in Freiheit aus. Ne? Hier auch noch so eine schwarze Linie, die runtergeht. Also absolut fantastisch. Auch die Zehen schön gemacht, muss man hier wirklich sagen. Man kann es gar nicht oft genug betonen.
Dann auch noch diese kleinen Sporen, die hier nach oben stehen. Absolut fantastisch umgesetzt. Hier auch eine schöne raue Haut und dann wieder so, immer wieder so kleine, ja, wie so Wärzchen, die hier abstehen. Und ich sag ja, er ist in seiner Umgebung, in seinem Gebiet unfassbar gut getarnt. Richtig, richtig gut gemacht. Und er ist auch gut dabei, ne? Was sein Bauch, was sein Umfang hier angeht, muss man auch sagen. Ja, sehr schön. Also, Darwins Nasenfrosch. Ja, hier haben wir eine Höhe von, ich glaube, die Nase ist das höchste, 3,1 cm und eine Länge, ich muss die Füßchen hier vorne mitnehmen, von 3,8 und ich habe vergessen, den Flugfrosch hier nachzumessen. Ich würde sagen, wir haben hier eine Tiefe von 7,3, eine Breite von 10,2. Wenn ich es parallel messe, komme ich hier auf 10,6 cm. Ja, so, dann machen wir weiter. Hier haben wir den Pac-Man-Frosch. Klasse. Und da muss ich ehrlich sagen, da weiß ich gar nicht, welcher Name jetzt richtig ist. Ist es der Surinam-Hornfrosch? Ja, der gemalte Hornfrosch gehört zu den Schmuckhornfröschen. Oder ist der argentinische Hornfrosch? Ich glaube aber, es ist der Surinam-Hornfrosch. Also gemalter Hornfrosch. Ceratophyris cornuta, ne? Nicht Hanuta und auch nicht Carnotaurus. Das ist sein Name. Wobei, die Hörnchen hier oben, ne? Und das sind auch solche Gnadenlosfrösche, denn die fressen halt wirklich alles, was sie in ihr Maul kriegen. Wirklich alles, sind erbarmungslos. Und er wird natürlich entsprechend größer. Auch die Unterseite wurde hier skulpturiert, ist klasse. Und die Füße haben sie auch noch hier angedeutet. Es ist doch der Wahnsinn. Ja, auch ein super schönes Modell. Hier haben sie als Grundfarbe so ein Zitronengelb genommen. Dann die Flecken in Orange, gelb getupft mit einer weißen Outline. Sieht klasse aus. Die Augen sind hier, haben ja so ein bräunliches Rot bekommen, ebenfalls weiß drumrum. Dann seht ihr auch noch so feine grüne Striche, ganz dünn an den Augenrändern. Ist der Hammer. Die Mühe, die sich hier gemacht haben, das ist so gut. Die Nasenlöcher haben sie noch betupft und alleine das Muster ist so schön geworden. Das ist doch der Hammer, Mann. Was für eine kleine Wuchtbrumme. Das ist doch nur gut, oder? Über den Rücken geht auch noch so eine Reihe mit erhabenen, ja, wie so Wärzchen entlang. Und die findet ihr dann hier auch überall ganz wild verteilt. Hier, Schallblase seitlich noch zu sehen. Und auch die Pose ist halt typisch, ja. Klasse. Auch die Fingerchen nicht so dick skulpturiert, laufen nach vorne weiß aus. Die gelbe Farbe, nach innen wird's dann weiß. Hier auch schön die Hautstruktur zu erkennen. Es wirkt immer grob, ist es aber nicht, ne? Arschglatt auf Deutsch gesagt. Und also wirklich auch der ganze Ausdruck des Maul, wie er da sitzt. Also es ist so gut. Es ist wirklich eine Augenweide, die Viecher hier anzugucken. Es ist der Hammer. Also auch das ist eine tolle Arbeit. Hier auch noch so ganz leicht rosa hingesprüht an die Füße. So bemalst du Figuren. So darf das bitteschön sein. Ne? Es gibt Firmen, die kriegen es bis heute noch nicht so hin und kein Mensch versteht's. Ja? Lieblos ohne Ende und die hauen hier wirklich alles raus. Also großartig. Du kannst den Leuten nur jeden Erfolg wünschen. Sie haben es verdient. Mit solchen Dingen hast du Erfolg verdient. Ganz einfach. Und es zeigt sich dann halt auch an den Verkäufen. Ja, er wiegt auch ein bisschen was, ne? So, dieser bunte Kerl hat hier eine Höhe von 3,6 cm, eine Länge 5,3 cm, würde ich mal sagen. Ne? Und auch bei ihm, es kommt so gut auf einem echten Stein. Es kommt so gut. Und es sagt schon was aus, wenn du eine künstliche Figur hast aus dem Kunststoff und du setzt sie auf ein echtes, auf ein realistisches Material oder Untergrund und du denkst, das gehört zusammen, das ist ein Stück, dann ist es eine fantastische Arbeit und hat einen echt schönen Realismus. Also, das ist eine Bombe. Das ist doch klasse, oder? Mann, so, die Box leert sich langsam und guck da mal rein. Es hört nicht auf mit Höhepunkten. Du denkst, Junge, besser geht's doch gar nicht mehr und dann kommt hier der Rotaugenlaubfrosch. Also, ich krieg hier schon ein bisschen Schnappatmung. Also, es ist ja, das ist ja
nicht von dieser Welt. Das ist ja unfassbar gut. Also der schießt ja jetzt gerade wirklich den absoluten Vogel ab. Das ist ja einfach wie echt. Das ist wie echt. Der Rotaugenbaumfrosch, ja, Rotaugenlaubfrosch. Agalychnis calidryas. Das ist der Hammer. Ja, nicht zu übersehen, die roten Augen ebenfalls schwarz umrandet. Hier oben nochmal mit weiß drüber. Eine ganz schmale senkrechte Pupille. Es sind extrem schlanke Frösche. Du meinst immer, sie sind kurz vorm Verhungern, aber die sind halt tatsächlich so dünn. Ist so, auch in Natura. Und der Blick ist schon, es ist so gut getroffen. Es ist so, ne, auch die Pose ist ja wieder so gut gewählt. Dieses Blau hier mit dem Grün, auch diese etwas rau wirkende Hautstruktur, ja, auch so seitlich ein bisschen so ganz leicht die Rippen zu erkennen und vor allem die Hautfalten. Dann hier diese cremeweiße Farbe, die wie so Rippen in das Blau reinläuft. Es ist so super schön gemacht. Die Finger laufen hier in einem Orange aus, sowohl vorne als auch hinten. Auch der Übergang von dem Blau in dieses Grün bzw. Weiß nach unten ist so gut gemacht. Es ist, ja, ne, vor allem auch hier die Zehen. Es ist so gut. Sag ja, du brauchst dir keine echten Viecher mehr in die Terrarien und Aquarien holen. Lasse da, wo sie sind. Hol dir lieber ein paar schöne Modelle. Und das gehört definitiv mit dazu. Es ist der absolute Wahnsinn, was Toy Manny hier mit dieser Serie raushaut. Er sieht halt einfach mal aus wie echt. Er ist so realistisch. Meine Güte, ist der gut. Also, verschlägt mir hier wirklich die Sprache. Und das im Spielzeugbereich. Man muss sich das immer vor Augen halten. Ja, wir haben hier nicht irgendwelche, klar sind Sammlerfiguren. Es sind in erster Linie Kinderspielzeugfiguren. Und das ist unfassbar, ja. Tut mir leid, ich wiederhole mich. Aber was soll ich denn sagen? Wie großartig, klasse, der Wahnsinn, Oberhammer. Das trifft hier wirklich auf jedes Modell zu. Und wann erlebst du das denn schon mal? Dieser wunderschöne Frosch hat hier eine Höhe von 3 cm und eine Länge, die Zehen nicht vergessen, ja, 11 cm kannst du sagen. Das ist nicht von dieser Welt, um es mal übertrieben zu sagen. Ja, es ist so gut. Sorry, meine Lampen sind so hell. Wenn ich es drehen lasse, dann seht ihr es nochmal besser. Es sieht so gut aus. Komm, ich mach weiter, sonst quatsche ich hier noch bis heute Abend. Was haben wir als nächstes drin? Hier haben wir, das ist schätzungsweise ein amerikanischer Ochsenfrosch. Der hätte natürlich größer werden müssen, definitiv, aber er ist gut. Er hat so spitze Zehen, dass er das ganze Tütchen hier zerreißt, ne? Und dieser Frosch ist bei uns mittlerweile echt eine Plage geworden. Ist so. Im Raum Karlsruhe, die können euch Lieder davon singen, ne? Litobates catesbayanus oder wie auch immer man das ausspricht. Die fressen hier halt alles weg, was sie in ihr gieriges Mäulchen bekommen. Na, Mäulchen, streicht Mäulchen, Maul. Und was die Kaulquappen alles so anrichten, ist auch nicht unbedingt positiv gegenüber kleineren Tierchen. Aber das würde jetzt hier zu weit führen. Auf jeden Fall ist auch das ein richtig, richtig schönes Modell. Es ist in echt ein Riesenbrocken. Hier sieht man die Schallblasen seitlich, die Augen, die übrigens im Dunkeln leuchten bei diesen Fröschen, ja? Wenn du mit der Taschenlampe nachts ins Schilf leuchtest, siehst du die Augen. Kupferfarbene Augen, eine schwarze Outline und eine schwarze Iris innen. Das Grün ist auch hier wieder hervorragend gewählt. Die Haut schön skulpturiert, auch wie das hier der Wirbelsäule entlang geht, die Beckenknochen, die hier hochstehen und dann diese schwarzen Tupfen auf diesem dunklen Olivgrün, sieht klasse aus. An den Beinen seht ihr Streifen bis runter. Auch die Spitze der Zehen gefällt mir hier sehr gut, denn die laufen auch richtig schön dünn aus. Genauso wie hier vorne nach unten gelb. Hier auch schön die Hautstruktur zu sehen. Das Maul ist klasse geworden. Und dann hier unten auch noch ein paar schöne dicke Falten. Hier auch noch etwas braun drüber gesprüht an den Unterseiten der Füßen. Mit diesem Weiß hier braucht sich hinter so manchem größeren Modell nicht zu verstecken. Ich meine, so Viecher hättest du natürlich gerne größer gewünscht, aber ja, komm, passt super schön zu dieser Serie, ist klasse. Ja, der amerikanische Ochsenfrosch,
der hat hier eine Höhe am Auge gemessen von gerade so 3 cm und eine Länge von 6 cm. Ist auch ein schöner Brocken, hat ein gutes Gewicht. Ein weiteres wirklich schönes Modell aus dieser Serie. Was haben wir denn hier? Oh mein Gott! Was für eine Pose! Das ist das, wo ich gerade ein bisschen ins Straucheln kam. Moment, ich schneide es hier mal schnell auf. Und zwar mit dem Hornfrosch. Auch hier haben wir einen Hornfrosch. Aber das ist halt, glaube ich, der argentinische oder argentinischer Schmuckhornfrosch. Hornfrosch auch Ceratophyris, aber Ornata. Darum, ich war mir da nicht ganz so sicher bei den beiden. Also wer sich richtig gut mit Hornfröschen auskennt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Kann sein, ich erzähle euch hier echten Quatsch. Ich bin mir da wirklich nicht sicher. Ja, und halt, guck dir die Pose an. Also er schnappt sich hier gerade seine Beute, was auch immer das ist. Wahrscheinlich eine Maus oder einen kleineren Frosch oder irgendein riesengroßes Insekt. Also die sind nicht so klein, wie sie hier dargestellt wurden. Ja, also das ist schon Brocken und ein Riesenmaul. Und er haut alles, er schlingt alles weg, was er kriegt. Ja, holt eure Kinder rein. Okay, um das mal so zu sagen. Und auch die Farbe ist wieder so gut gewählt. Boah, das Grün ist so klasse mit den Flecken. Meine Güte, schwarz umrandet. Und es sieht so gut aus, wirklich das ganze Maul aufgerissen, die Augen weiß mit einer schwarzen senkrechten Pupille, hat auch wieder eine Outline bekommen und die Zunge halt voll ausgefahren. Hier noch diese roten Streifen drin. Es ist so gut, guck dir diesen Schlund an. Was eine Bombe, oder? Das ist doch, wo kriegst du denn sowas schon? Ja, hier. Hier kriegst du das. Es ist so gut gemacht. Was für eine tolle Umsetzung. Richtig im Schnappen festgehalten. Das ist ja nicht wirklich ein Sprung. Klar, du kannst es als Sprung interpretieren, aber die hocken eigentlich da, wie er, ne? Und dann aus dem Nichts, zack, alles raus, alles weg, alles ausstrecken und die Zunge raus, soweit es irgendwie geht. Und entweder sie lutschen die Luft oder sie haben halt ihr Beutetier, ne? Also, das ist schon nicht mit dem Flugfrosch verwechseln, ne? Also super schön gemacht mit den Flecken. Läuft hier auch in schöne, dünne, lange Zehen aus, was sie extra noch mit Rosa besprüht haben. Und auch hier das Muster bis nach unten, bis zur äußersten Zehenspitze durchgezogen. Unten das Ganze wieder weiß. Ja, und hier seht ihr halt die Speckpolster links und rechts, die hier rausgucken. Hier auch noch ganz leicht rosa gesprüht an die Innenseite der Schenkel. Ja, auch hier die Spitzen. Meine Güte, was für eine schöne Bemalung. Hier, wie sich die Haut entlang zieht. Fantastisch, wirklich. Also das ist schon sehr, sehr, sehr gewagtes Modell, aber halt auch sehr außergewöhnlich. Also ich habe das noch nie in diesem Bereich hier gesehen. Noch nie, never ever. Darum bin ich sehr dankbar, dass sie das hier so umgesetzt haben. Das ist ja absolut krass. Hier, die zwei Kollegen. Der schnappt auch mal nach größeren Artgenossen. Einfach mal probieren. Vielleicht klappt es. Wenn nicht, ja, kann man es immer wieder ausspucken. Es ist so gut. Die ganze Pose ist so gut gemacht. Also toll, toll, dass man sowas rausbringt. Das ist total verrückt, aber es ist total gut. Okay, also, komm, jetzt machen wir gleich den letzten. Und der ist halt der absolute Abschuss. Ne? Von so geht's ja noch, aber so, wisst ihr, was ich meine? Das ist Butch's Frosch übrigens, ja? Butgets Frosch. Lepidopatrachus laevis. So sieht's aus. Ihr wisst Bescheid. Nein, macht nichts. Ist nicht schlimm. Guck dir das Vieh an. Und er ist voll aufgebläht. Wisst ihr, manche Frösche, was heißt manche Frösche? Wenn gar nichts mehr geht und der Gegner zu groß ist und nicht geht, dann pumpen die sich voll mit Luft und manche fangen da richtig an zu schreien, zu pfeifen, zu quietschen. Das tut dir echt in den Ohren weh, ja? Auch unsere Laubfrösche machen das. Also wenn du das mal gehört hast, direkt vor dir, da ziehst du kurz das Genick ein oder du lachst dich halt krank, ne? Und ihr seht, der hat Zähne hier im Unterkiefer. Ne? Es haben nur ganz wenige Frösche. 2 Zähnchen. Und auch hier muss ich sagen, das Maul der Kiefer ist schön gemacht. Die Lippe unten mit einem Gelb überzogen. Und hier
dieses Grün, die nach oben stehenden Augen, die Nasenlöcher. Und dann hier auch ein tolles Olivgrün mit diesen ganz dunkel ockergelben Flecken, würde ich mal sagen. Alles übersät und voll gepumpt mit Luft. Was für tolle Froschmodelle in diesem Set. Ja, unten ist wieder weiß. Sexy Legs, ne? Und auch hier die Zehen. Klasse. Nicht so dick. Und guck mal, die Punkte gehen hier runter bis zu den Füßen. Auch hier die Haut super skulpturiert. Sehr, sehr, sehr schön. Was für außergewöhnliche Froschmodelle. Also, Toy Manny, echt, ihr haut mich wirklich weg. Ich kann mich nur wiederholen. Sie haben so, so schöne Kollektionen durch die Bank weg. Wirklich super schöne Tiere. Er ist so der Hammer. Oh, ich habe den Hornfrosch auch schon wieder vergessen. Ne? Es ist eine grandiose Pose. Hier haben wir eine Höhe von knapp 4 cm und eine Länge, ja, 4, nicht ganz 4,5 cm. Und er hier hatte eine Länge mit der Zunge, ja, von guten 11 cm und auch eine Höhe von knapp 3 cm. Also, ja, ich könnte da noch ewig reden. Aber das Video wird zu lang. Übrigens, dieses Video widme ich dem guten Tellman. Dem geht's gerade gar nicht gut. Und ich weiß, wenn er das Video sieht, lenkt's ein bisschen ab. Ja, ich hoffe, das hat das Video geschafft. Und ich hoffe, es geht dir ganz schnell wieder viel, viel, viel besser. Also alles Liebe an dich. Ja, halt die Ohren steif. Werd wieder ganz schnell fit. Denn der liebt ebenso Amphibien, Reptilien wie ich. Darum hat er hier garantiert ganz viel Spaß mit diesen Figuren. So, ich stelle jetzt hier nochmal ganz schnell alle auf. Und hier seht ihr sie nochmal alle auf einen Blick. Absolut fantastische Serie. Alle aus dieser kleinen unscheinbaren Box. 12 wirklich fantastische Frösche. Jedes Stück ist gelungen. 2 Daumen nach oben, Toy Manny. Super gemacht. Bleibt so, macht so weiter. Ihr seid auf einem verdammt guten Weg. Ja? Und wie schon gesagt, falls ihr das auch haben wollt, ihr könnt es über den Shop bestellen. Ihr kriegt es nur im Shop, Shop-exclusive, zumindest bis jetzt. Ich sag ja, es hat keine 7 Tage gedauert, bis es bei mir war. Also es ging wirklich ruckzuck. Top, auch wunderbar verpackt. Sammlerherz, was willst du mehr? Ich kann es nur jedem Amphibien- oder Froschfreund ans Herz legen. Es sind großartige Modelle. Also ganz, ganz, ganz dickes Lob vom Rupi. Ich werde alle nochmal in 360 Grad drehen lassen, werde es aber in ein extra Video packen und das werde ich dann auch noch entsprechend hochladen. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen. Was für ein Klopper Ende 2024. Hätte ich als Kind das zu Weihnachten bekommen, ich hätte nur noch geheult vor Glück. Das möchte ich hier auch nochmal anmerken. Ich wünsche euch das Allerbeste. Ciao, tschüsschen. Euer Rupi. Yay.